und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar AJJ. Ich freue mich schon. Ganz ehrlich, ich habe das schon lange vorgehabt und hatte auch schon wirklich angefangen zu spielen. Und ich hatte auch einen Charakter erstellt, den habe ich jetzt wieder gelöscht. Aber es war einfach so, dass ich gesagt habe, Clara, irgendwie, ja, war halt, ich hatte genauso einen Vierer erstellt, wie ich schon fast davor hatte. Also er sah, muss ich sagen, wirklich viel schöner aus am Ende als mein erster. Das ist mein Vierer, also zumindest würde ich so aussprechen. Und ich bin jetzt schon Level 29 mit ihr. Sie hieß theoretisch nur mal Neferet. Aber dadurch, dass es jetzt zur Serverzusammenlegung kam, wurde das ganz umgemodelt. Aber ich möchte hingegen auf einem neuen Server starten. Und zwar auf diesem neuen. Ich weiß nicht, was das hoch bedeutet, dass der Status hoch ist, aber who cares. So, ich habe mir jetzt lange überlegt, was ich nun nehme. Also auf jeden Fall schon mal weiblich, ne? Kein Gesicht, weiß. Irgendwie haben die das hier nicht so ganz beachtet, dass Frauen eigentlich so ein bisschen betont sind. Das ist mir ein bisschen zu abgedreht. Ich liebe einfach den Vierern. Sie sind immer so toll. Aber ich habe mich diesmal für den Elf entschieden. Oder die Elfin, besser gesagt. Nein! Nein! Wer hat das denn? Also, ich möchte jetzt nicht so unbedingt darauf hinweisen, aber schaut bitte auf die Brüste. Warte. Sie wackeln mit! Nein! Okay, geht das bei den Vierern auch? Ach nee, die haben jetzt nicht so. Oder bei dir? Ja, nee, das ist festgemacht in Rüstung. Okay, macht Spaß. Finde ich geil. Also ich starte halt jetzt auch mal auf einem ganz anderen Kontinent, denn ich war Harania war ich die ganze Zeit. Sieht denn ein männlicher Bursche? Oh, hi. Aber nein, wir bleiben natürlich weiblich. Ich möchte gerne eine weibliche. Warum? Wie sind die? Aber ich finde auch die Männlichkeit, der männliche Feran echt hot. Oder, boah, was denn für eine geile Sturmfrisur hier. Naja, ein bisschen abgedreht, wie immer. Aber wir bleiben bei dem Elf. Das Blut des Lebens ist die Ehre und das Blut des Todes ebenso. Elfen leben zurückgezogen und tief verborgen im Wald und meiden andere Völker so weit wie möglich. Auch wenn viele sie um ihre Schönheit beneiden, so ist ihr Verhalten doch für viele unverständlich. Sie hoffen auf einen ehrenhaften Tod und begeben sich daher oft absichtlich in Gefahr. In ihren Augen ist die größte Ehre, die Elfen zuteil werden kann, die Rache für vergangene Niederlagen. Ausdauertraining, sobald sie laufen können, werden Elfen in den Kampfkünsten unterrichtet. Dank ihrer Ausdauer können sie unter Wasser für zusätzlich 20 Sekunden die Luft anhalten. Geschmeidiger Fluss. Da sie seit Jahrzehnten in einem See leben, sind die meisten Elfen sehr geschickt im Wasser, sodass sie 5% schneller schwimmen können. Also ihr könnt euch das hier gerne alles durchlesen, doch das dauert meiner Meinung nach zu lange. Deswegen blende ich das kurz ein, damit ihr vielleicht... Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich glaube, ich spiele jetzt noch schnell die Geschichte ab. Und dann, ja, geht's ans Erstellen. Ja? Die Elfen lebten in Ruhm und waren unbesiegbar. Aber dann brach ein neuer Tag an. Der große Elfenkönig Aransep führte seine Armee in eine verhängnisvolle Schlacht. Er sah darin die letzte Chance, das kriegszerrüttete Land Auroria zu retten. Seit Jahrzehnten hatte Aransep Kyrios gekannt, den Anführer seiner Feinde. Jedoch hatte sich die Zuneigung zwischen ihnen schon lange in Hass verwandelt. Hass und Schmerz. Als Kyrios Aransep besiegte, traf der Dolch des Verrates die Herzen aller Elfen. Seit jeher hatten Barden das Elfenvolk besungen, die Schönheit ihres Waldes und ihrer Kultur.
Aber jene einzige Niederlage sollte ihr Schicksal für immer verändern. Die Elfen wurden zu Flüchtlingen. Ihre Wälder und Paläste lagen in Schutt und Asche. Sie zogen sich zurück, wandten sich von allem ab. Von allem, außer ihren Erinnerungen. Durch Jahrhunderte hinweg war die Kultur der Elfen nahezu eingefroren. Groll und Zorn wurden über Generationen weitergereicht wie teure Erbstücke. Alle jungen Elfen trachten nach Rache und widmen sich daher nur der Kampfkunst. Ob Aransep wohl glücklich darüber wäre, dass sein Volk diesen Weg gewählt hat? Ohne Hoffnung auf einen König oder ein Königreich, bis Kyrios für seinen Verstoß bezahlt hat? Allein schon solche Fragen gelten als Verrat. Alle Ältesten sind Krieger und statt Philosophie studieren sie die Kunst des Blutvergießens. Ihr Ziel? Ihr Volk auf den Krieg vorzubereiten. Aber das allein reicht nicht aus. Die wahre Zukunft liegt in den Händen der jungen Elfen. Insgeheim hinterfragen immer mehr das Schicksal ihres Volkes. Insbesondere ein Elf. Er rät den anderen Elfen davon ab, allem anderen Lernen zu entsagen und sich nur auf die Vergangenheit zu fokussieren. Er weiß, dass Veränderung nur durch Vergessen geschieht und das Gedächtnis von Elfen zu gut ist. Sie müssen lernen, manchmal zu vergessen, damit sie wieder leben können. Wow, wundervolle Geschichte. Ja, mir haben auch dort die Elfen sehr gut gefallen. Ich mache mich jetzt an das Erscheinungsbild, doch das schneide ich raus, weil das sehr lange dauern wird. Ich kann die Augen, den Stil, die Haut, die Farbe und alles einstellen, aber das dauert so lange. Das letzte Mal habe ich da über... Sorry, das ist einfach zu lustig. Ich weiß, ich bin selber ein Mädchen und habe Brust, aber... Sorry. In manchen Dingen muss ich auch über weibliche Dinge lachen, also... Das ist aber echt verstörend, hallo, besonders dieser Herzausschnitt. So, guck rein, guck. Okay, gut. Ich würde euch, wie gesagt, jetzt rausschneiden und mache mich ans Erstellen. Und, ne? Auf geht's, meine Gute. So, ich bin soweit fertig. Ich muss sagen, es hat gar nicht so lange gedauert. Ich hätte jetzt gedacht, oh, voll lange. Aber ich bin da langsam geübt drin und weiß, wo was ist. Und zwar, ich habe das Gefühl, sie sieht irgendwie tendenziell ein bisschen aus wie Jennifer Lawrence, aber ist halt so. Okay. Das ist sie! Irgendwie. Also ja, natürlich, die Augenfarbe ist brutal, sagen wir so. Und dieses Make-up hat mir mega gut einfach gefallen. Sie hat so ein bisschen Lächeln, habe ich hier aufgesetzt. Am liebsten würde ich ja eigentlich die Ohren ein bisschen kleiner haben wollen. Aber die ändern sich irgendwie nicht mit. So, jetzt ist aber bei mir immer noch ein bisschen die Frage. Ich muss auch sagen, es gab schöne Frisuren. Die hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Die finde ich sehr schön. Die finde ich total ab. Total crazy. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, die war okay. Die fand ich auch sehr schön. Und die hier. Die war auch extrem schön. Oder einfach so ein Zopf straight zurück. Übrigens, meine Haare sind jetzt so lang. Also ja, so ungefähr geschnitten wie hier. Nur, dass die bis hier gehen. Also nicht ganz so steil. Und mein Haar war so lang. Und das kam weg. Das kam weg. Das alles kam weg. Also ich habe mir jetzt einen Longbob schneiden lassen, weil ich mir gedacht habe... ja, kann mal wieder was Neues her. Aber ich seit 6 Jahren irgendwie mit der gleichen Frisur rumlief und es war nötig. So, jetzt ist bei mir aber noch ein bisschen die Frage. Mache ich diese Haarfarbe? Also es gibt sehr schöne, viele verschiedene Haarfarben. Das finde ich echt toll.
Also, du kannst da wirklich total boah, freien Lauf lassen, dir. Warte mal, jetzt muss ich mich entscheiden zwischen dieser. Dieser und dieser. Ich glaube, ich nehme wieder lieber diese dunklere Braunfarbe. Und mache die Braun noch ein Stück dunkler. So. So sieht sie doch ganz schnieke aus. Also ja, ne? Ist schon ganz okay. Sagen wir so. speichern? Gib ihr einen Namen. Oh Gott. Das Problem ist immer, Clara gibt es immer nicht. So, das letzte Mal hatte ich mich Clara Lein genannt. Clara Lein genannt. Da habe ich immer gedacht so, aber wir können ja erstmal nur Clara probieren. Ach, okay, ich wurde einfach gespeichert unter Clara. Okay, gut. Jetzt müssen wir das Skillset auswählen. Und zwar gibt es einmal Kampfzorn. Okay. Schwierigkeit sind 3 Sterne. Ja, das Skillset Kampfzorn wird durch Kyoroyus, der Gott der Vernichtung, symbolisiert. Der vernichtende Angriff seiner Anhänger bombardieren ihre Feinde unbarmherzig, bis sie schließlich blutüberströmt auf die Knie fallen und sich dem vernichtenden Sieg ergeben. Dreifachhieb, Raserei und Wirbelwindhieb. Zauberei. Das ist mein Lieblingsskillset. Ganz ehrlich, Zauberei-Skillset. Der uralte Erzmergier Arenzep symbolisiert die Zauberei. Sein Jünger entfesseln mächtige, unvorhersagbare Magie. Durch vielseitige Zaubersprüche der Elemente und des Schutzes. Wo, so wie Alter, ich, das ist schwerer? Okay. Arenzep einst seinen Zorn und seine Traurigkeit kontrollierte, um sein blutiges Schicksal mit Gelassenheit zu begegnen. Bogenschießen. Das ist einfacher. Wow. Das ist am schwersten. Das ist am einfachsten? Cool. Wusste ich gar nicht. Okay, aber wir müssen das alles schön vorlesen. Ah ja, das ist eines meiner Lieblings. Tiang, der Krieger der uralten Ebenen, gelobte einst die Stämme der Firan mit Zielgenauigkeit und einer ehrlichen Seele zu beschützen. Selbst im Tod hält er sich noch an seinen Schwur und gewährt seine Kräfte jedem, der ein reines Herz besitzt. Seine Anhänger benutzen Fernkampfangriffe, um ihre Widersacher unnachgiebig zu verfolgen und grausame Gerechtigkeit zu üben. Kann sein, dass es das irgendwie mit eines 3, 4, 3. Okay, das ist anscheinend das Einfachste. Vitalismus. Das Skillset des Vitalismus wird von Kyropusa symbolisiert, deren Aufgabe es ist, das Tor zum Traumreich zu bewachen, anstatt an der Realität teilzuhaben. Ihre Anhänger heilen gefallene Verbündete, anstatt an blutigen Schlachten teilzunehmen und sorgen für die notwendige Unterstützung der Lebenskraft in Kampf. Das ist halt auch das Problem. Das sind halt meistens die Heiler. Und die machen halt nicht so viel physischen Schaden oder so. Und deswegen ist es da halt auch schwer, sich durchzusetzen. Okkultismus. So rum. Okkultismus wird durch Nui symbolisiert, die Göttin des Todes und des Jenseits. Mit sachten Händen umfängt sie die gefallenen Helden und geleitet sie zur ewigen Ruhe. Die Jünger beschwören die Mächte des Gefallenen herauf, um Magie Schaden zu verursachen und ihre Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen. Schattenspiel. Das ist auch ein sehr schweres Skillset, würde ich sagen. Die Assistentin Melisara ist bekannt für ihren frevelichen Versuche, die Götter zu ermorden. Und sie ist die Schutzpatronin des Schattenspiels. Ihre Jünger benutzen Tarnung, um nahe an den Feind heranzukommen, bevor sie ihm tödliche Wunden beibringen
oder die schnellen vorwärts, um binnen weniger Herzschläge ihren tödlichen Angriff zu starten. So. Okulist. Ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist. Also, jetzt im Sinne. Also, wir können eins auswählen. Dieser 6. Was hatte ich denn schon? Ich habe auf jeden Fall Zauberei schon gehabt. Das war mein erstes. Dann hatte ich, glaube ich, sogar alle drei Vitalismus und Okkultismus. Also das hatte ich schon alles dreis. Habe dann aber umgeändert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich den Kämpfen nicht so richtig standhalten konnte. Und habe dann noch Kampfzorn hinzugefügt. Also habe ich das schon alles sozusagen gemacht. Durchbohrender Schuss. Raketenregen. Ich bin noch ein bisschen im Zweifeln, was ich nur nehme. Also Zauberei möchte ich nicht nehmen. Es soll auch mit eines der einfachsten sein. Ach nee, oh, das soll am einfachsten sein, okay. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach Bogenschießen und zur Not kann ich das später immer noch ändern. Also wenn ich jetzt sage, nee, komme ich jetzt nicht so damit klar, dann kann ich das umändern. Ich vermute, Clara geht nicht. Ja. Haben es preisgegeben. Name ist ungültig. Brumm. Was kann ich denn nicht nur für Namen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich für Namen geben soll. Name, Clara, Clara. Clara. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine anderen Spitznamen. Also, ich habe keinen. Ich meine, Clara mit Doppel-A, geht das vielleicht? Clara. Ja, Clara! Nein, Clara. Ah, oh, guckt euch die Dame an. Ja, leider kriegen wir nicht das, was wir anfangs haben. Leider nicht. Anfangs denke ich so, boah. Wow. Irgendwie hatten wir vor uns mehr Brust. Oh Gott. Okay, wir starten einfach. Ich find's lustig. Ups. Ich bin an meinem Tisch gekommen. Nein. Doch. So, die Ladezeiten. Ah, die sind, finde ich, eigentlich recht gering bei Archage. Archage. ich finde auch, Archage ist so ein Spiel, wo du richtig so eine Zeit lang richtig suchtest. Dann gibt es so Stellen, wo du 5-mal stirbst, dann, okay, kein Bock mehr, runterfahren, PC. Und für den Rest des Tages richtig genervt sein. Das kenne ich einfach zu gut, wirklich. Also das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann wirklich sowas von genervt war, weil ich einfach ein paar Mal gestorben bin und keinen Bock mehr hatte, dann am Ende irgendwas zu machen. Und mir fällt ein, dass ich noch Mathe heute machen muss. Ja, ich muss noch ein bisschen Mathe lernen. Dann müsste ich jetzt nach diesem Part aufhören. Ah, fuck. Oder ich nehme dann noch 20 Minuten auf und habe dann noch 10 Minuten zum Lernen. Machen wir es so. Oh komm, jetzt lad schneller. Okay, ich beende jetzt am besten die Folge und wir starten dann das nächste Mal in einem wunderschönen überlebten Stadtbildschirm. Also nach dem Stadtbildschirm. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also natürlich war es jetzt nicht viel passiert, aber ja. Ich hoffe einfach mal, lasst mir ein Like oder einen Kommentar und sagt mir, wie ihr es findet, mein neues Projekt. Und zwar Archage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.